Hi und herzlich willkommen. Heute bauen wir ein Android-Radio in eine A-Klasse ein. Eine A-Klasse W169, quasi ja nicht das aktuelle Modell, nicht das ganz alte Modell, ja das Modell des mittleren Baujahres. Ja, so sieht das alte Goldstück aus. Kleines Display, Knöpfe und. Und hier kommt jetzt das Neue rein, Android-Radio, und zwar unterstützt durch Pumpkin, heißt also Auto Pumpkin hat mir dieses Radio zur Verfügung gestellt, damit ich ein Einbauvideo darüber mache und euch zeige, wie es funktioniert. Als erstes einmal, ja, das Unboxing, also wir haben hier einmal eine kurze Anleitung, was finden wir da drin? Also ich habe schon von ein paar Zuschauern gehört, hey, da ist ja gar kein Anschlussplan, gar nichts, es stimmt. Wenn ich hier reinschaue, Radionavigation, hier ist kein Anschlussplan drauf, also nichts. Einfach nur die Erklärung des Androids. Also wer sich mit Android nicht auskennt, dann weiß ich auch nicht. Gut, außer man hat iOS, aber da ist hier steht zwar User Manual drauf, aber hier ist kein Anschlussplan drauf. Dann haben wir hier einmal eine Garantiekarte. Dann haben wir nochmal den Inhalt, wieder ein Haufen Stecker, Adapter und Kabel. Ich würde sagen, ich hole alles raus. Hier haben wir einen normalen ISO-Stecker. Hier haben wir noch einen ISO-Stecker. Zwei Stück, warum das denn? Ah, und da, hier haben wir den Quadlock-Stecker. Quadlock für die neueren Fahrzeugmodelle. Und hier das Herzstück, Leute, das Radio. Das sind richtig... Das sieht richtig sexy aus. Das sieht richtig gut aus. Im Vergleich zum alten natürlich. Ne? Großes Display, das sind natürlich alles schöne Sachen. Ich bin gespannt, ob hier eine Navigation vorinstalliert ist. Ich will hoffen. Ansonsten muss ich mir wieder eine im App Store runterladen. Und Leute, und hier haben wir den Vergleich. So. Ich mache das erstmal zur Seite hier. So, ihr habt das. Alt und neu. Das sieht schon so ein bisschen geil aus. Ne? Also schon mal von der Optik. Von der Optik passt schon mal alles. So, ich tue das Originale mal zur Seite. Und wir gehen hier jetzt einmal durch. Also wir haben hier diverse Knöpfe. Ich vergleiche das gerade mal. Knöpfe 1 bis 6 haben wir hier. Auf dem Originalradio waren 1 bis 0, also 9 und dann die 0. Ja, ein paar Knöpfe mehr, aber dafür haben wir ja hier auch ein Touchscreen. Und noch einmal drauf schauen. Ja, ihr seht's. So. Also ein bisschen weniger Knöpfe. Zubehör, wie ich schon gerade sagte, also einmal dieser Quadlock-Stecker, dann hier dieser ISO-Stecker und dann natürlich ohne Ende Anschlusskabel für Endstufe, für zusätzliche Bildschirme, für Frontkamera, für Rückfahrkamera, ein Antennenadapter. Das ist gut, der ist nicht überall dabei, nämlich von diesen kleinen hier. Von den auf den hier. Dann haben wir hier, was ist das? Ja, das ist ein Mikro. Mikro braucht man eigentlich nicht, denn hier ist ein Mikrofon mit dran. Das brauchen wir nicht. Dann haben wir hier verschiedene Subwoofer, alles Mögliche für die Endstufe. Wird bei dem Auto auch nicht gebraucht, mache ich nicht rein. Hier diverse USB-Kabel. Mal schauen, haben wir hier vorne eine USB-Schnittstelle? Ich sehe keine USB-Schnittstelle vorne, heißt also, ich werde diese USB-Kabel mit einbauen. Kommt auch hier nach vorne hin. Dann haben wir hier eine WLAN-Antenne. Leute, ganz wichtig, WLAN gut verlegen, anschließen, damit man ja von zu Hause aus oder irgendwo, wenn man sich Apps runterladen will oder eine andere Navi oder überhaupt eine Navi runterladen, braucht man WLAN. Deshalb die Antenne schön irgendwo verlegen. Ich würde es irgendwo unterm Armaturenbrett oder irgendwo hinlegen, dass ihr auch guten Empfang habt und möglichst weit. Speziell wenn man vor dem Haus irgendwas runterladen will, ist guter Empfang wichtig, ne, damit der Sendeempfang bis nach Hause reicht. Dann haben wir hier noch eine GPS-Antenne. Und die, das erwähne ich immer wieder, die kann man natürlich auch irgendwo oben drauf machen. Ich mache es einfach unter das Armaturenbrett.
Es ist teilweise so, dass es vielleicht 2, 3 Minuten länger dauert, bis man ein GPS-Signal bekommt. Aber bis jetzt hat sich noch nie einer beschwert. Mein Vater nicht, mein Bruder nicht, mein Neffe nicht. Ich selber, meine Frau hat sich nicht beschwert. Es funktioniert somit, Leute, bei mir funktioniert es gut. Ja, und dann natürlich, wir haben einen Quadlock abgemacht. Und deshalb benutzen wir hier auch den Quadlock-Anschluss. Was mir jetzt direkt auffällt, ist hier oben, die Reihe ist frei. Das Auto hat hier oben aber Pins, die belegt sind. Wo die rein müssen oder warum die nicht belegt sind, werden wir sehen, ob irgendwelche Funktionen nicht funktionieren. Dann haben wir hier so einen Stecker. Steht hier irgendwas drauf, der ist angesteckt. Amplifier Connection, Antenne und Bremslicht in. Und dann haben wir diesen hier. Ich weiß nicht, wofür der ist. Hier ist auch keine Beschreibung. Kein, gar nichts. Steht nichts drauf. Ich kenne das so, dass normalerweise hier drauf steht. Aber warte, vielleicht steht hier hinten was drauf. Hier ist nämlich so ein, ach so, hier übrigens vom Radio die Schrauben entfernen. Die sind vom CD-Spieler Transportschutz. Nicht vergessen. Die müssen unbedingt raus, nicht dass der CD-Spieler kaputt geht, wenn man das Radio startet. Und wir schauen einmal. Ne? Hier haben wir so einen Belegungsplan. Leute, immer schön angucken, wie die Pins belegt werden. Und da haben wir nämlich, das ist blau. Ja, blau. Ja, blau steht hier Auto-Antennen-Control. Das kann gut sein. Dass das hier nämlich, weil bei vielen Android-Radios ist es so, wenn die nicht über CAN-Bus gesteuert werden, dann wird der CAN-Bus abgeklemmt und dann muss man den hier nämlich abziehen und umstecken. Das mache ich jetzt aber nicht, denn der ist hier reingesteckt und der CAN-Bus ist aufgesteckt. Heißt also, das ist die richtige ja, Steckweise für Autos mit CAN-Bus. Diese A-Klasse hat einen CAN-Bus und deshalb lassen wir es so. So, der Bildschirm ist ein 7 Zoll 1024 mal 600 Pixel, 8 Kerne 64 Bit je 1,5 GHz, also 8 mal 1,5 GHz, 4 GB RAM und erweiterbar auf nochmal 32 GB kann man den erweitern. Ja, Leute, ich würde sagen, genug erzählt, Unboxing, genug davon. Wir gehen zum Auto, bauen das Radio an und testen es endlich. Ich freue mich schon. Los geht's. Also, als erstes einmal muss der obere Luftausströmer ausgebaut werden und unten hier die Abdeckung für die ja, Heizungsregulierung. Und ja, am besten mit so Keilen, denn ihr seht hier sind so Edelstahlbleche, die sind drauf geklebt. Wenn ihr am Schraubendreher dran geht, dann macht er mit Sicherheit eine Macke rein. Ich sehe, hier war schon mal einer dran irgendwie und hat eine Macke verursacht. Deshalb auf Nummer sicher einfach so Keile zum Rausziehen. So, hier kann man ein bisschen fester drücken und rausziehen. Da geht es schon ab. Wieder ein bisschen rein tun und jetzt von der anderen Seite noch einmal rausziehen und dann liegt es schon. Es muss jetzt auch hier nicht alles irgendwie abgeklemmt werden, das kann bleiben, denn die Schrauben, die wir rausschrauben müssen, die sind einfach hier versteckt und hier unten ist eine versteckt, also kommt man gut dran. Als nächstes ist hier oben der Luftausströmer dran und der ist super fest, Leute. Und da habe ich mir so einen dünnen ja, Rauszieher bzw. so einen dünnen Keil. Der ist richtig flexibel hier. Ja, seht ihr das? Der verbiegt sich ganz stark. Und mit denen kommen wir hier super dran. Mal schauen, ob wir mit denen irgendwie hier weiterkommen. Ja, so. Das ist echt super stramm bei Mercedes. Ein bisschen ab ist, nehmen wir wieder den dickeren.
das war jetzt ein Gefummel, Leute. So, und so sieht's aus. Ich würde es einfach hier irgendwie hängen lassen, denn hier sind auch wieder die Schrauben oben, die oberen zwei Schrauben links, rechts, und die müssen ja gleich abgeschraubt werden. Das Radio kann raus. So, das Radio ist lose und kann jetzt rausgezogen werden. Boah, ist das ein, ist aber ein Riesengerät, Leute. Guckt euch das mal an. Wie tief und wie groß. Der nervt aber schon hier. Erster Antennenstecker. Den muss man hier hochdrücken. Und dann abziehen. So, das ist eine Antenne. Dann haben wir hier den zweiten Stecker. Den hier reindrücken und auch abziehen. Hier muss man drauf drücken. Dann haben wir hier diesen, was ist das, ein Quad-Lock-Stecker. Und zwar ja, so. Der Stecker ist jetzt auch ab. So ein Quad-Lock und dann hätten wir das. So, als erstes einmal fangen wir mit dem GPS an. Und da sehe ich, wenn mich das Teil hier nicht nerven würde, wisst ihr das? Wisst ihr was? Ich klemme das jetzt ab und wir schauen einfach später mal, ob wir hier eine Fehlermeldung bekommen. So, weil das nervt wirklich. So, als erstes einmal GPS-Antenne. Hier ist reichlich Platz oben drüber, über dem Radio. Und die kleben wir einfach dahin. So. Ich denke, das sollte fürs GPS-Signal völlig ausreichen. So, das Kabel, das bleibt einfach so, wie es jetzt ist. Das stört nicht weiter. Dann haben wir hier unseren Quadlock-Stecker. Wie ich schon vorhin gesagt habe, schaut euch das an. Ne, hier oben sind ohne Ende Strippen. Ich weiß gar nicht, wofür die genau sind. Ich hoffe nicht, dass wir die benötigen werden. Ich schließe sie einfach mal an. Und wir werden später sehen, ob da... ja, ob da es später Probleme mit gibt. So, ist alles reingesteckt und passt. Dann haben wir hier einmal die Antenne. Jetzt haben wir natürlich zwei Antennen. Ich werde erst eine anschließen und dann schauen wir, wie der Empfang ist. Die bleibt ja hier drin. Und sollte etwas am Empfang schlecht sein, dann werde ich die umstecken oder ich werde mir einen Doppeladapter da drauf machen. Als nächstes die WLAN-Antenne, die mache ich mal offen. Und zwar schiebe ich diese hier in die Seite rein und werde die bis nach außen zum Sicherungskasten ziehen und dann oben irgendwo hinlegen. Also, ich habe jetzt doch beschlossen, die Antenne ins Handschuhfach zu legen fürs WLAN. Denn... man braucht es nicht immer. Und wenn man es mal braucht, kann man es einfach hier hinlegen, benutzen, während man das WLAN benutzt. Sollte man einen Hotspot vom Handy geben oder sowas, dann kann es ja hier drin bleiben, dann hat man immer noch Empfang. Und damit spare ich mir einen Haufen Verlegerei, also Kabelverlegerei. Ne? Und das gleiche mache ich mit dem USB-Kabel. Dieses hier, beziehungsweise die beiden Enden hier. Die kommen hier rein und hier kommt man ins Handschuhfach. Bei der A-Klasse kommt man super einfach rein. Und zwar, hier ist man direkt schon am Handschuhfach. So ein bisschen seitlich reinführen. So, und da ist auch eine große Öffnung. Und dann kann man das Kabel da rausziehen. Ah, da habe ich schon, schau mal. Zack, und da habe ich schon das Kabel, das geht bei der A-Klasse ratzfatz. Das war auch der Grund, warum ich mich jetzt dafür entschieden habe, weil es so einfach ist, ins Handschuhfach mit reinzukommen. Jetzt kommt noch das zweite USB-Kabel da rein, weil bei Mercedes ist das doch schon so ziemlich gut zugebaut alles. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde es nach links zum Sicherungskasten legen, das ist echt nicht einfach. Die Verkleidungen sitzen gut, die ganze Abbauerei, das kann man sich sparen. Ich meine, im Handschuhfach stört es nicht, man legt einfach das Serviceheft da drauf und... gut, also ich bin so ein Typ, ist wie ein Keller. Handschuhfach bei mir ist wie ein Keller. Wenn da irgendwas drin landet, dann bleibt das da drin und ich benutze es meistens nicht.
So, alles klar, alles ist durch. USB-Kabel, WLAN-Antenne, bleibt im Handschuhfach liegen. Ich denke, das ist eine super Option, das bei diesem Auto so zu machen. Und hier haben wir jetzt auch gleichzeitig den Anschluss fürs Mikrofon. Das Mikro werden wir aber hier nicht anschließen, wie ich schon vorhin sagte. Wir haben hier im Front-Display haben wir ein Mikrofon. Und das reicht meiner Meinung nach vollkommen aus. Ich habe es so bei meinem Auto, meine Frau, überall wo ich das Android-Radio eingebaut habe, habe ich es so gelassen. Nur für die Kollegen, die Probleme haben mit dem Ton, weil es hier im Bereich Armaturenbrett besonders stark vibriert oder wackelt und das Mikro wird gestört durch die Klappergeräusche vom Armaturenbrett oder so. Okay, da kann man dann wirklich das externe mitgelieferte Mikrofon irgendwo einbauen. Aber sonst würde ich euch sagen, Leute, lasst es erstmal. So, hier nun das Radio. Erstmal ja, Antenne rein. Ich schwenke euch mal ein bisschen runter, damit ihr auch was seht. Dann haben wir hier diese USB-Kabel. Da haben wir 10 Pins. Da müssen wir schauen, welcher davon hier passt. Hier steht sogar, schaut mal, hier steht USB, ist extra so ein Aufkleber drauf, dass hier die USBs reinkommen. So. Dann haben wir hier die WLAN-Antenne. Die kommt hier drauf. Dann haben wir hier hinten das GPS. GPS wird hier drauf gesteckt. Na. Und schlussendlich das Stromversorgungskabel mit der Box. Das legen wir einfach hier an. Ich habe keinen Pin umgeschaltet oder ähnliches. Es ist alles so, wie es war. Und wir sind eigentlich fertig mit dem Anschließen. Radio, alles kann rein. Ich hoffe, das passt alles. Nur nicht so ganz. Ein paar Sachen, die stören hier so ein bisschen. Ja, dieser riesen Kabeladapter, der stört wirklich. Boah, guck mal, wie das aussieht. Das ist ja klasse. So, als erstes natürlich einmal die Zündung anmachen, ausmachen, gucken, dass das Radio angeht. Leute, funktioniert. Also, ach, guck mal hier. So, funktioniert schon mal. Pumpkin mit Pumpkin Boot Logo. So, jetzt eine Sache, die interessiert mich wirklich brennend. Und zwar, Radio ist an. Das erste, was ich testen möchte. Wartet, ich mach mal hier ein bisschen den Kontrast runter, die Helligkeit. Ich glaube, dann könnt ihr es besser sehen. Ja, sieht für euch jetzt auch schon viel besser aus. Das habe ich in den letzten Videos alles so nicht gemacht und das war alles für euch verschwommen. Und zwar, guck mal hier, Lenkradbedienung. Ach klar, die Zündung muss dafür an sein. Ich wundere mich gerade, warum geht das denn nicht? So, Zündung anmachen, damit die Bordelektronik, damit der CAN-Bus arbeitet. Guck mal. Lautstärke. So, jetzt drücke ich mal aufs Telefon. Abheben. Telefon geht an. Heißt also, der ist auch schon über den CAN-Bus funktioniert das mit dem Telefon, mit der Lautstärke. Hier auf der linken Seite, das sind Knöpfe für den Bordcomputer. Wenn wir hier drauf rumdrücken, dann springt da der Bordcomputer um. Die haben mit dem Radio nichts zu tun. Nur die hier. Und das ist echt super. Ja, was anderes bin ich eigentlich nicht gewohnt. Anschließen. Und es funktioniert. So, jetzt gehen wir hier aufs Radio und machen schon mal hier automatischen Suchlauf. Der soll schon mal die Sender suchen. Mal gucken, ob der hier einen Radioempfang kriegt. Wir sind hier wirklich in einem Loch. Aber ich habe schon von vielen Zuschauern gehört, dass der Radioempfang sehr schlecht sein soll. Ja, ich kenne es schon mal, das vereinzelte Rauschen, aber so wirklich extreme Probleme habe ich bis jetzt noch nicht gehabt und ich bin wirklich, ich höre sehr gerne Radio. Wir sehen, der findet hier irgendwie gar keinen Radiosender. Wartet mal, bevor ich hier weitermache. Nur warte mal. Wir gehen hier erstmal auf lokalen Sender, Radio Hagen.
Ja, das funktioniert schon mal. Also ich höre schon mal was, Leute. Ich höre etwas im Radio. Wir haben hier wirklich einen sehr schlechten Empfang bei mir in dieser Gegend und überhaupt auch in dieser Garage. Die ist gut abgeschirmt. Sollte etwas hier nicht stimmen, dann werde ich das Video nicht raushauen. Dann werde ich noch ein Video machen, wie ich die Kabel umklemme in ein anderes oder einen Doppeladapter mache. Aber ich werde es erstmal testen. Wenn alles in Ordnung ist, dann wird dieses Video so rausgehen, wie, ja, so wie ich das jetzt hier ja, fertig mache. So, die Zündung kann aus. Die Schrauben hier sind fest. Nur die Blende, die wird einfach hier nur drauf gesteckt. Sieht super aus. Dann haben wir hier die Blende. Und nur einmal die Zündung anmachen. Ach, das ist gar kein Airbag-Sensor. Schaut mal, das ist einfach nur, ich glaube, für die Klimaanlage irgendwas. So, jetzt gibt es aber eine Sache, die man hier beachten muss, Leute. Den hier schön auf Mittelstellung stellen. So. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind die Krallen. Die müssen hier reingreifen. Genau in diese Luftausströmer. Macht man das falsch, dann funktioniert das die ganze Kombination nicht. Heißt also auch von hier schön beobachten, dass ihr das ganz gerade drauf macht und dass die auf dem Lüft, auf diesen, ja, auf den Lamellen drauf sitzen. Sonst ist das später ärgerlich, man muss es nochmal rausziehen. Und wenn man jetzt schon das beachten kann, dann sollte man das auch machen, damit das von vornherein gut sitzt. So, gehen wir als erstes einmal hier ins Menü, aber dafür mache ich die Folie hier ab. Stört ein bisschen. Home-Taste. Erstmal grundlegend hier die ganzen Knöpfe. Hier haben wir Band. Band, das ist Radio. Wenn wir dieses drücken, dann haben wir das Radio. Hier können wir zwischen den einzelnen ja, Senderspeichern umschalten. Dann haben wir hier einmal die Navi. Wenn wir Navi drücken, dann geht erstmal Google Maps offen. Dafür brauchen wir Internet, heißt also, wir müssen uns einen Navi vorinstallieren. Dann gehen wir auf Disk. Keine Disk, zack, springt zurück um in die letzte ausgeführte App. Gehen wir einmal im Mode. Da können wir umschalten zwischen AV in, Radio, Musik und Video, Radio, Musik und Video. Und dann schaltet er die ganze Zeit was um. So, AMS. AMS, der Knopf, das weiß ich gar nicht, was das hier ist. Vielleicht muss man den in den Einstellungen belegen. SEL, ah, Soundeinstellungen. Sound. Wir machen erstmal Loudness an und dann gehen wir hier auf Rock. Rock ist gut. Laut aus, laut an. Ach, guck mal hier, kann man sogar mit deinem Knopf an- und ausschalten. Und hier der Equalizer und hier kann man die Einstellungen des Equalizers nochmal über diesen Knopf Classic. Keine Einstellung, Sprache, Benutzer, Rock, Pop. Dann haben wir hier einmal die Home-Taste, dann einen Zurück-Knopf. Wenn wir jetzt irgendeine Media Player-App starten oder sowas, können wir einen Schritt zurückgehen oder halt die Home-Taste. Knöpfe 1 bis 6. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich hier im Radio bin, dann programmieren wir das hier auf, ja, das ist die 1, 2, geht bis 6. Wir können die 6 schalten, 1, 4 und dann schaltet er jetzt unter den einzelnen Sendern. Lautstärke-Regulierung. Hier haben wir An-Ausschalter. Wieder draufdrücken, geht das Radio aus. Noch einmal draufdrücken, ist das Radio sofort da. Und wenn wir hier in Disk sind oder Video oder sowas, können wir natürlich diese Knöpfe hier benutzen. Oh. Oh. Habt ihr gesehen? Radioempfang ist da. Es hat jetzt eine Minute gedauert und wir haben guten Radioempfang. Das ist jetzt 1 live und wir machen 1 live direkt erstmal hier auf die 1. Zack. Und dann können wir sogar den Sender benennen und dann machen wir hier 1.
Eins live, fertig, okay. Das kann man dafür machen, damit es hier einmal angezeigt wird, aber wenn das Radio, beziehungsweise wenn das Radio länger läuft, wird auch hier eins live angezeigt. Kann man optional machen, dann steht hier nicht 106,7, sondern 1 live. Seht ihr zum Beispiel hier, hier steht WDR 4. Ich habe nichts programmiert, es steht aber trotzdem schon da. Wenn ich hier drauf drücke, steht hier WDR 4, aber hier steht die Zahl für WDR 4. Und das könnte ich jetzt natürlich hier drüber umprogrammieren. Ist möglich, muss man nicht machen. Gut, was interessiert euch noch? Wir gehen in die Einstellungen. So, fangen wir einmal ganz oben an. Netzwerke, verbundene Geräte, Bluetooth und dann hier haben wir Apps, Display, hier auch die Display-Hintergrundbeleuchtung. Ich mache jetzt einfach mal Licht an. Seht ihr, es ist rot. Kann man das sehen im Video? Ich glaube ganz schlecht. Da geht das Display, wird ein bisschen dunkler und die Knöpfe gehen an. Jetzt können wir einfach die Helligkeit machen. So, das ist dann für die Kamera zu hell. Und dann haben wir hier die Hintergrundbilder. Da kann man sich eigene Bilder drauf machen. Und Schriftgröße, Nachtanzeige. Wie hell soll es sein, wenn es Nacht ist? Dann können wir einen Schritt zurückgehen. Und Touch Assistent, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Guck mal hier, wenn ich das aktiviere, dann kommt hier so ein Punkt. Das ist wie beim iPhone oder sowas, kann man hier, wenn die Knöpfe hier nicht funktionieren, hat man so einen Touch-Assistent. Das will ich natürlich nicht haben, verdammt. Jetzt muss ich nochmal in die Einstellungen gehen und das Ding ausmachen, das nervt nämlich. Display, Touch-Assistent und aus. Ich will den auf jeden Fall schon nicht haben. Töne, Screenshot-Einstellung, Speicher, ups. Speicher haben wir 21% belegt und zwar 6,57 GB von 32 GB. Und zwar, womit ist das belegt? Mit den vorinstallierten Apps. Und schon das System hat 6,5 GB, 100 MB haben die Apps. Dann haben wir hier die Nutzerkonten, hier Auto-Einstellungen und hier ist zum Beispiel Navi. Das ist gut, das ist, sollte man wissen, dass es hier ist. Und zwar, wenn ich diesen Navi-Knopf betätige, was soll dann passieren? Und hier steht es, umschalten zwischen Musik und Navi oder nur Navi. So, ich lasse es einfach auf nur Navi, denn wenn ich Musik hören will, dann drücke ich hier einfach auf Band oder habe eine CD drinne oder sowas. So, dann kann man hier weitere Knöpfe. Navi-Lautstärke bei Anrufen. Hier kann man die Navi-Lautstärke regulieren. Und hier einmal den GPS-Monitor. Der wird jetzt wahrscheinlich kein Signal haben, weil das ganz frisch angeschlossen ist. Das habe ich oft. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde, bis die Navi merkt, dass sie hier in Europa ist, beziehungsweise in Deutschland und nicht in China. Ja, weitere Einstellungen. Werkseinstellung. Ich habe den PIN jetzt gerade nicht zur Hand. Ich müsste ein bisschen googeln, dann würde ich den finden. Extra Einstellung. Und dann ist hier für euch interessant System. Das, was ich schon vorhin am Anfang gesagt habe, über das Tablet. So, Display 1024x600, Android 8.0, Stand des Radios, Oktober 2017, ein Jahr bereits. Leute, wo lag das Ding? Im Lager oder was? Was hat es so lange gebraucht, ey? Mein Gott, so, und hier haben wir den 8-Core 64-Bit CPU Corex A53 1,5 GHz und den Speicher 3891 MB RAM. Ja, Lenkradtasten brauchen wir nicht programmieren, haben wir ja schon. Den Sound, das kennen wir. Extra-Einstellungen, Fahreinstellungen. Aber ey, eine geile Sache muss ich euch zeigen, Leute. Und zwar habe ich gesehen, in den Apps ist hier Torque vorinstalliert. Schaut euch das an. Torque. Und den schiebe ich jetzt erstmal unten in die OBD-Buchse rein. Ich habe den jetzt in die OBD-Buchse reingeschoben und wir gucken mal, haben wir hier Bluetooth an? Automatisch Antwort mache ich auf ja, das ist bei dem Radio sowieso egal. Einstellungen,
weitere Einstellungen und dann gehen wir auf allgemeine Einstellungen und dann zum, wo haben wir denn hier was? Ach, kein OBD-Gerät mit der Verbindung. Okay, ja, der sucht noch nach der Verbindung. Kann ich verstehen, ja. Nicht heulen, es ist gleich soweit. Hier blinkt es nämlich. Er sucht noch das Adapter, den Adapter. Und am besten gehen wir hier drauf, noch einmal auf WLAN. Und dann verbinden wir hier gekoppelte Geräte. Aktualisieren. So, und hier hat er den OBD2 Adapter gefunden. Ich wähle den einfach mal aus. Kupplung durchführen und verbinden. Ja, verbinden. Verbunden, alles klar. Wir gehen jetzt nochmal hier auf die Torqueur App. Und dann gehen wir hier auf geil. Also erstmal hier, Leute, ne? Man kann hier verschiedene Apps, man kann sich auch diverse Plugins runterladen, wenn man mit WLAN oder mit dem Internet verbunden ist. Adapterstatus. Und dann hier kann man zum Beispiel die Graphen, das sind auch vorinstallierte Apps. So ein Graph machen wir uns mal an. Ich starte jetzt mal das Auto. Okay. Keine Daten verfügbar. Ich habe den jetzt gestartet. Kann sein, dass es hier ein Problem gibt. Wartet mal, wir starten einfach mal was anderes. Und zwar das hier, Echtzeitdaten. Schaut mal so. Gaspedalstellung, hier haben wir die Kühlmitteltemperatur, hier haben wir die Fahrgeschwindigkeit. Geil, guckt euch das an. Hier, ob Fehler im Fehlerspeicher sind, Fehlzündungen und Systemtyp, Zündkerzen. Leute, geile Sache, eine richtig geile Sache. Jetzt machen wir eins. Wir gehen jetzt einfach mal Fehlerspeicher auslesen. Tippen Sie für einen Scan. So, wir tippen mal. Jetzt liest er die Fehlerspeicher aus, direkt über das Android-Handy. Das ist eine richtig geile Sache. 25%. Dauert ein bisschen, aber wenn eine Torqueur-App vorinstalliert ist, dann funktioniert das schon ziemlich gut. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. ITSU hat keine Fehler gespeichert. Zack. Und da können wir uns jetzt nochmal von mir aus, keine Ahnung, Testergebnisse. Mal gucken, was das ist. Ich weiß es gar nicht. Hier sind Lambda-Sensoren, die ganzen Sensoren, die werden hier sofort ausgelesen. Aber das kennt das, ist er jetzt erst bei 1%. Ach so, ja, jetzt ist er schon fertig. Ja, hier steht überall okay. Mal gucken, was passiert, wenn wir da drauf drücken. Hier ist auf jeden Fall die Spannung von der Lambda-Sonde. Und das wär's. Torqueur funktioniert einwandfrei. So Leute, und das war Android Radio einbauen, diesmal in einem Mercedes. Mal was Neues. Ja, ein Haufen Kabel ist mir übrig geblieben, die habe ich jetzt nicht im Auto gelassen, denn bei dem Mercedes ist wirklich hinten wenig Platz. Was kommt wieder in die Tüte? Das alte Radio. Das kommt natürlich in die Schachtel, wird dort mit eingepackt und weggesteckt. Und ja, das war's Leute. Lenkradbedienung funktioniert, Torqueur funktioniert. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen geguckt und versucht, eine Navigation runterzuladen. Da muss ich aber den Hersteller mal anschreiben, beziehungsweise Pumpkin anschreiben. Ich bin im App Store und da sagt er mir bei jeder App irgendwie nicht kompatibel mit der Version. Ich habe jetzt den Knopf nicht gefunden irgendwie, dass er alles installieren soll im App Store, ohne auf Sicherheitshinweise zu achten und sowas. Da werde ich mal nachfragen, denn schließlich ist das ein Radio, auf dem drauf steht Navigation, Radio, CD und das ganze Zeug. Und da geht das ja nicht, dass der jetzt ohne Navi ist. Also ich habe ja schon mal, glaube ich, gesagt in einem Video, hey Leute, habt ihr ein Problem mit Navi, geht in den App Store, macht euch ein Navi drauf. Ja, das war bis zur Version 7 von Android. Und das ist jetzt eine 8er Version.
Eine 8er-Version habe ich mal gekriegt, da war aber schon der Navi drauf. Und deshalb musste ich keine installieren. Jetzt habe ich eine, so ein Radio und da will ich jetzt im App Store so eine Navi installieren und das geht nicht. Das nervt und da werde ich den Hersteller anschreiben. Und alle die, die das gleiche Problem haben oder so, Leute, rechtzeitig prüfen, nach dem Online-Kauf und wenn es nicht funktioniert, den Hersteller anschreiben und ihm sagen, hey, was mache ich jetzt? Ich brauche eine Navi und wenn es nicht klappt, dann gibt man einfach eine schlechte Bewertung oder eine schlechtere Bewertung, egal ob auf Amazon oder wo man das macht. Man kann ja auch Bewertungen in Google abgeben, ne, für den Suchbegriff des Herstellers. Aber ich werde den Hersteller kontaktieren. Natürlich sollte man das vorher machen, ist klar. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sollte man natürlich vorher sprechen und nicht erstmal reagieren, damit später gesprochen wird. Und wenn man das nämlich falsch rum macht, kann sein, dass die andere Seite dann gar nicht mehr sprechen will. Ne? Deshalb ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man jetzt über jemanden schimpft oder ne? Deshalb, ja, ich werde den auf jeden Fall anschreiben. Und da würde ich sagen, wir sind am Ende des Videos. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, Leute, ich weiß, schon wieder ein Android-Radio, diesmal aber in einem Mercedes. Für die Zuschauer, für meine treuen Abonnenten, ist das wahrscheinlich ja, langweilig oder ist das nichts. Aber ich sage jetzt einfach mal so, für die Leute, die bei so einem Auto jetzt sich ein Android-Radio einbauen wollen und ihr Problem damit haben, die werden natürlich glücklich sein. Ich meine, ich habe gezeigt, wie einfach es ist, Plug and Play, ne? Also anschließen, losfahren, ne? Und die Griffe, wie man die ganzen Verkleidungen und Abdeckungen abnimmt, da denke ich, habe ich schon den einen oder anderen gut geholfen. Und deshalb, Leute, war es das. Ich bin froh, dass ich das jetzt eingebaut habe, dass es funktioniert. Übrigens, GPS-Signal ist da. Ja, und würde sagen, vielen Dank an Pumpkin für die Zurverfügungstellung des tollen Android-Radios. Ich freue mich immer wieder, wenn ich ein Android-Radio bekomme, welches ich einbauen kann, weil Android-Radios sind einfach geil. Radioempfang funktioniert mittlerweile, ich habe jetzt gerade die Lautstärke aufgedreht. Es ist Radioempfang da, ob es rauschen wird, weiß ich nicht, das werden wir während der Fahrt sehen. Sollte es rauschen, werde ich das Kabel umstecken in den anderen und soll es dann weiter rauschen, dann werde ich einfach einen Doppelanschluss mir zusätzlich kaufen und den da anschließen und dann habe ich zwei Antennen, die ja aufs Radio zugreifen, zack, boom, fertig, so einfach kann das sein. Okay, danke fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen hoch da, vergesst nicht zu abonnieren und macht die Glocke an, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich demnächst wieder ein Video hochlade, Leute. Somit, wir sehen uns demnächst auf YouTube, ciao, euer Schrauber.